Also das Happinessing-Seminar im September dient einfach dazu, sich von Strukturen zu lösen, die tief in das eigene Feld eingegraben sind. Sie sind leider oftmals sehr unbewusst. Man erkennt sie daran, dass sie im Außen Resonanz bringen, also Dinge uns zeigen, die uns nicht sonderlich gut gefallen. Enttäuschung beispielsweise oder das Gefühl, nicht wirklich vorwärts zu kommen. Die Dinge, sich an Dingen immer wieder bemühen und trotzdem geht es nicht wirklich vorwärts. Also man kommt nicht raus aus den alten Schuhen, so kann man sich das vorstellen. Und all diese Dinge, die uns oftmals so lange im Leben bewegen und wir immer wieder versuchen anzugehen, sind nicht über den Kopf zu lösen, sind nicht über Gedanken oder über irgendein Nachdenken, so wie wir das sehr, sehr gerne machen, zu lösen, sondern es sind einfach im eigenen Feld energetische Blockaden, die wie große Felsen dort drin sind, die den Fluss, den normalen, natürlichen Fluss, ja, dann eigentlich würde es vorwärts gehen, den normalen, natürlichen Fluss behindern. Und diese Felsen müssen, ich nenne es jetzt mal einfach so, energetisch aufgebröselt werden, also im Grunde genommen energetisch zerkleinert werden. Diese Zerkleinerung, dieser Zerkleinerungsprozess ist ein Integrationsprozess, ist ein Annahmeprozess von alten Widerständen und von ja, Dingen, die wir nicht fühlen wollten beispielsweise. Und während dieser Woche stellen wir uns diesen Themen, diesen Dingen, bringen sie in diesen emotionalen Prozess rein und mit Hilfe der anderen Teilnehmer, also untereinander, werden wir in der speziellen Happiness-Heilkunstarbeit diese Themen auflösen, also aus dem Feld sozusagen löschen, aus dem Feld heraus eliminieren. Der ganz große Vorteil, also das Leben danach sieht so aus, dass wir eine andere Resonanz haben. Also wir begegnen nicht mehr diesen Hamsterrad-Systemen, diesem immer wiederkehrenden Kreislauf, sondern wir sind einfach da ein Stück freier geworden und können dann auch dem freien Willen, den wir eigentlich haben, wesentlich besser einsetzen. Es ist so ein seelisches Durchatmen, kann man sagen. So ein bisschen, als wenn man die Straße vor sich putzt oder auch das Gefühl hat, plötzlich fährt man nicht mehr auf dem Feldweg, sondern auf einer Autobahn. Und das ist sehr, sehr angenehm und wird auch von allen Klienten immer wieder bestätigt. Und vor allen Dingen etwas sehr, sehr nachhaltig Wirkungsvolles, das ist eigentlich das ganz Besondere daran, dass nicht wie bei anderen Methoden oftmals eine kurzzeitige Wirkung da ist und danach bin ich wieder im gleichen Schlamassel drin, sondern die Lösung auf energetischer, also auf tiefster Ebene im Informationsfeld hat halt zur Folge, dass es nicht mehr vorhanden ist, dass im Außen keine Erscheinungen mehr da sein müssen, die das in irgendeiner Form spiegeln, damit ich mit der Nase darauf gestoßen werde. Also es ist ein Schritt ins Glück, ein Schritt in die persönliche Freiheit. Als weiteres werden wir uns, als weiteres kann man gar nicht sagen, sondern automatischer Inhalt, um überhaupt diese Dinge in Erfüllung zu bringen, die ich eben genannt habe, also ganz automatisch dazugehörig, ist, dass wir uns der beiden größten Kräfte widmen und diese natürlich auch entsprechend ausbauen, die wir Menschen haben. Das ist einmal die Kraft des Empfangens, das ist die Intuition, also empfangen, den inneren Führer wahrnehmen, die ja, göttliche Führung sagen, eine universelle Führung spielt eigentlich keine Rolle, wie wir das Kind nennen. Es geht im Grunde genommen nur darum, dass wenn wir lernen, still zu werden, angeschlossen sind an das große Feld, an das Gesamtfeld, das göttliche oder universelle Feld. Und dort ist nun mal jede einzelne Antwort, die wir brauchen für unser Leben, bereits vorhanden. Man kann das auch quantenphysisch erklären, aber das ist ja zu weitreichend. Letztendlich geht es eigentlich nur um eins, dass ich in der Lage bin, meine innere Stimme so zu hören, dass ich ihr vertrauen kann und dass ich durch sie geführt werde durchs Leben. Und das ist wahrscheinlich eine der größten Geschenke, die wir überhaupt bekommen können. Als zweites, die zweite große Macht und Kraft, die in uns ist, ist die Intention. Und die Intention ist die Kraft zu geben, also von uns zu geben, eine Absichtserklärung, eine Entscheidung zu treffen. Und das ist nun etwas, womit wir in der Tat die universellen Gegebenheiten lenken, leiten und womit wir auch unser Leben gestalten tagtäglich, nur für die meisten Menschen völlig unbewusst. Diese Intention, diese Absichtserklärung ist eine Kombination aus Wille und Gefühl, dass sich dann noch paart mit dem entsprechend passenden Glauben. Und wenn diese drei Dinge aufeinander stoßen, dann gibt es im Grunde genommen kaum noch ein Halten, denn dann sortiert sich das Quantenfeld gemäß unserer Absicht. Und genau das setzen wir ein, um auch unsere
Zukunft neu zu gestalten oder auch um Dinge in uns in Heilung zu bringen. Es ist eine ganz, ganz spannende Begleiterscheinung, eigentlich das Riesengeschenk dieser Arbeit, dieser Happiness-Heilarbeit, dass diese beiden Kräfte immer mehr in Ausbau kommen und in Wachstum kommen, umso mehr ich hier Anwender bin dieser Methodik.